Wir wissen nicht vorher, was passiert und hoffen trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Was kannst du uns zur heutigen Heimelf sagen, Frank? Diese Saison verlief bisher nicht wirklich plangemäß für diese Mannschaft. Sie sollten das Ruder langsam aber sicher herumreißen. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Und der kommt genau an. Er attackiert ihn, er will den Ball. Wunderbarer Pass, das kann... Geht er rein? Und der ist drin! Den Ball holen. Das sieht gut aus. Die Abwehr steht goldrichtig. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Guck mal hin. Na, da hat nicht viel gefehlt. Der könnte passen. Der Assistent entscheidet abseits. Er versucht den Ball abzugrätschen. Ja, das ist nicht nur Teamwork, das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Stark gemacht. Und Eckball gibt's. Kopfballchance. Das wird nicht problematisch, das wird nicht gefährlich für den Gegner. Nee, überhaupt nicht. Das hätte ein Kopfball werden können. Aber wir sehen es deutlich, da kam er einfach nicht mehr richtig hinter den Ball. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Ein wunderschönes Zuspiel. Und Achtung, genau hingeschaut. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Und gut blockiert vom Verteidiger. Sicher in der Ballbehandlung. Und er bekommt Hilfe. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Chance zum Konter. Was machen Sie? Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Das müssen wir nicht loben. Das ist Standard. Das unterschreibe ich.
Jetzt Christian Aigler. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Toll, wie er das macht. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Oh! Klasse Abwehrleistung vom Torwart. Klare Entscheidung, Ecke. Versucht's mit dem Kopf. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Ja, so. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45 Minuten? Weil die nicht richtig justiert haben. Im Abschluss das Ganze viel zu schwach. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und nun Ümit Korkmaz. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz, der Konter, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt Christian Aigler. Jetzt zieht er ab! Der Steilpass als Überraschungselement. Manchmal auch für die eigene Mannschaft. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und das macht er richtig. Er sucht den Abschluss. Jetzt schießt er und es rennt. Also selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Sofort abgezogen und
Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Ja, der Pass kommt an. Achtung, jetzt! Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Es wird noch mal gewechselt in dieser zweiten Halbzeit, in der sie bis jetzt keinen guten Eindruck gemacht haben. Eine Auswechslung soll den Umschwung bringen. Ein sehr schöner Pass. Wer kann sich hier am Ball durchsetzen? Das machen sie sehr schön, müssen ihn aber jetzt nach vorne befördern. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Na ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Die Partie ist vorbei. Ein glücklicher Sieger. Das Resultat 2:1. Was für ein beeindruckendes Spiel. So wollen wir es haben. Ja, da geht das Herz auf.